spreche heute für den Club of Rome. Der ist im Jahr 2018 50 Jahre alt geworden. Ich spreche gewissermaßen zusammen mit meinem anderen Co-Präsidenten Anders Wickman aus Schweden und über ein neues Buch, was eine Art von Donnerschlag sein soll für das, was die Welt heute zu beherzigen hat. Vor fast 50 Jahren hat der Club of Rome mit seinem Donnerschlag die Grenzen des Wachstums aufgerüttelt. So kann es nicht weitergehen. Es ist aber so weitergegangen in den letzten 45 Jahren. Die Zahl der Menschen hat sich mehr als verdoppelt. Der Konsum hat sich verfünffacht oder verachtfacht. Das Thema Klima hat angefangen, uns wirklich zu verstören. Die Biodiversität geht in den Keller. Das heißt also, wir leben heute in einer richtig vollen Welt. Und das nach den Warnungen von Grenzen des Wachstums vom Jahr 1972. Wir müssen sehen, dass wir mit der vollen Welt vernünftig umgehen. Die heutige Art, das zu tun, ist krank. Ich gebe ein Beispiel. Im Jahr 2015 kommen die Staaten der Welt zusammen, sehr ehrenhaft, in Paris, um ein Klimaabkommen zu machen. Sehr vernünftig. Und dann kommt die Botschaft der Selbstverpflichtungen in den Hauptstädten der Welt wieder an. Und dort heißt es dann, ja, wir müssen dringend mehr für das Klima tun. Aber das wird wahnsinnig teuer. Und um das zu bezahlen, brauchen wir viel mehr Wachstum. Nun ist es leider so bisher, dass je mehr Wachstum, desto mehr klimaschädliche Gase, vor allem CO2. Das heißt, wir sind ziemlich gute Ärzte in der Sache der Diagnose. Wir haben ein Klimaproblem. Und idiotische Ärzte in Bezug auf die Therapie. Die Therapie, die wir vorschlagen, macht die Krankheit schlimmer. Das heißt, wir sind in einer philosophischen Krise. Wir wissen nicht, was wir tun. Wir merken, wir müssen was tun und was wir dann tun, macht die Sache schlimmer. Und dann haben wir in unserem neuen Buch mit dem Titel Wir sind dran in der Mitte über diese philosophische Krise geschrieben. Das fängt an mit der großartigen päpstlichen Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus, der sagt, wenn eine auf Geiz, Unersättlichkeit, radikalem Wettbewerb basierende Wirtschaft immer weitermacht, ist das ein Selbstmordprogramm für unser gemeinsames Haus, so nennt er die Erde. Und dann gehen wir aber noch weiter und stellen fest, dass die Ikonen unseres heutigen Denkens für die leere Welt geschrieben haben und zudem auch noch völlig falsch zitiert werden. Ich will ein Beispiel geben. Adam Smith, ein großartiger britischer Denker, Moralphilosoph und in gewissem Sinne Erfinder der Kraft des Egoismus für die Schaffung von Mehrwert, die sogenannte unsichtbare Hand, die dafür sorgt, dass die Schaffung von Mehrwert durch den egoistischen Bäcker oder Fleischer oder Schneider dafür sorgt, dass mehr Gutes für die Gemeinschaft produziert wird. Eine wunderbare Vision. Aber für Adam Smith, 1780 oder so, war es noch völlig selbstverständlich, dass die geografische Reichweite des Marktes und die geografische Reichweite des Rechts identisch waren. Das heißt, dieser Markt, der Egoismus erlaubt, war in einen festen Rechtsrahmen eingebettet. Und dann ist es ganz vernünftig. Aber heute ist der Markt weltweit, der globale Finanzmarkt, und das Recht
ist national. Das heißt, der Markt erpresst die Gesetzgeber in den einzelnen Ländern, sich so zu verhalten, dass die Kapitalrendite maximiert wird und damit wird womöglich weltweit mehr Schaden angerichtet als Nutzen. Also die alte Idee von Adam Smith war darauf angewiesen, dass diese Reichweiten gleich waren. Sie sind es heute nicht mehr. Oder David Ricardo, der Heilige des Freihandels, der völlig richtig damals festgestellt hat, es ist gut, wenn die Briten mehr Textilien produzieren und die Portugiesen mehr Weintrauben und dann machen sie einen Handel miteinander, werden beide reicher, das ist ausgezeichnet. Aber für David Ricardo blieb das Kapital ortsfest. Nur die Händler und die Waren und die Güter sind über die Grenzen gewandert. Und dann ist dieser Handel etwas sehr, sehr Gutes. Heute aber ist das eigentlich Mobile, was über die Grenzen wandert, das Kapital. Und das ist zum allergrößten Teil spekulativ. Es gibt einen belgischen Club of Rome Freund, Bernard Littard, ein Banker, der hat ausgerechnet, dass von 100 Euro, die mit Lichtgeschwindigkeit um die Welt sausen, das sind die Kapitalmärkte, 2 Euro für die Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen da sind und 98 Euro rein spekulativ sind. Immer auf der Suche nach einer Maximierung der Kapitalrendite. Das ist das Gegenteil von dem, was David Ricardo gesagt hat. Aber immer unter Absingen von Hymnen zu Ehren von David Ricardo. Der würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er das hören würde. Und dann zitieren wir Charles Darwin, das war 100 Jahre später. Der wird so zitiert, als sei es gut für die Evolution, für die Höherentwicklung, wenn ein intensiver Wettbewerb aller gegen alle stattfindet. Und ich war nun mal früher mal Biologieprofessor und weiß ganz genau, dass er das nie gesagt hat. Für ihn waren die Insellagen eine der wichtigen Voraussetzungen für die Höherentwicklung. Zum Beispiel Finken auf den Galapagos-Inseln, die sich in der Abwesenheit von Spechten lernen konnten, einen Kaktusdorn abzubrechen, um ihren Schnabel zu verlängern und auf diese Weise das zu tun, was auf dem Festland die Spechte machen. Diesen evolutionären Schritt hätten sie in der Gegenwart von Spechten nie lernen können. Also Insellagen, Abschirmung von Wettbewerb als Voraussetzung von Evolution. Das gleiche mit den Halbaffen auf Madagaskar. Ganz früher gab es weltweit auch Halbaffen, aber die sind überall anders praktisch ausgerottet worden, außer in der Insellage von Madagaskar. Also, Charles Darwin hat seine Evolutionstheorie auf der Erkenntnis mit aufgebaut, dass auch die Schwachen eine Chance haben müssen, dass eine Diversität, eine Vielfalt der Natur, der Arten, darauf angewiesen ist, dass nicht immer der Stärkste alles andere platt macht. Das ist wiederum das Gegenteil der Doktrin der heutigen Ökonomie. Also, es werden die Ikonen der Ökonomie, des Wettbewerbs und so weiter massivst falsch zitiert, um eine absolut brutale Weltwirtschaft zu legitimieren. Das ist wieder ein Beispiel dafür, dass wir in einer philosophischen Krise stecken. Und dann sagen wir, die ganze Sache geht noch tiefer. Auch der heutige Utilitarismus, der stammt auch aus der alten Aufklärung, und die Kurzfristigkeit der heutigen Ökonomie, der sogenannte Reduktionismus in der Naturwissenschaft, das sind alles Symptome für eine irgendwo kindische Philosophie. Wir müssen dafür sorgen, dass eine neue
Aufklärung entsteht. Gegenüber der großartigen alten Aufklärung für die leere Welt. Aber für die heutige volle Welt brauchen wir eine neue Aufklärung. Und da sagen wir dazu, ein Wesensmerkmal muss sein, das Prinzip der Balance und nicht der Rechthaberei. In der westlichen Kultur, die durch die monotheistischen Religionen geprägt ist, ist sozusagen das oberste Prinzip immer die Wahrheitssuche und die Wahrheit ist ein Singular. Da ist immer nur eine Sache richtig. Das ist Dogmatismus, Rechthaberei. In den asiatischen Kulturen ist das ganz anders. Da ist Balance ein wesentlicher Teil, der auch in der Religion selbstverständlich vorkommt. Und wir haben das Gefühl, dass an dieser Stelle der Westen vom Osten lernen muss. Balance. Wenn wir im Westen von irgendeinem Streit hören, dann ist unsere automatische Reaktion, naja, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht und Wahrheitssuche besteht darin, dass der, der Recht hat, den anderen besiegt, der Unrecht hat und dann kommt die Wahrheit zutage. Das ist ein sehr primitives Denkmodell, aber hat ja auch ganz gut funktioniert in den Naturwissenschaften, aber ist für die komplexen, auch auf die Zukunft, auf Vielfalt gerichteten Dinge, auch die Politik, eine viel zu primitive, eine kindische Vorgehensweise. In der Politik gibt es immer den Dauerstreit zwischen auf der einen Seite Gerechtigkeit und auf der anderen Seite Leistungsanreiz. Ja, wer hat denn recht? Keine Gerechtigkeit oder kein Leistungsanreiz, ist beides Blödsinn. Nein, sie haben beide recht. Es kommt auf eine vernünftige Balance an. Oder Geschwindigkeit und Stabilität. Ja, reine Stabilität ist Stagnation. Aber reine Geschwindigkeit ist der totale Wahnsinn. Das heißt also, wir müssen auch hier wieder eine vernünftige Balance finden. Im asiatischen Raum ist das völlig selbstverständlich. Also, die neue Aufklärung, keineswegs nur auf der Idee von Balance gegründet, kann dazu führen, dass die Menschheit lernt, einerseits natürlich auch eine Stabilisierung der Weltbevölkerung, eines Tages auch Schrumpfung herbeizuführen, eine Ökonomie zu entwickeln, die nicht so zerstörerisch und nicht so spekulativ ist, eine Gesellschaft herbeizuführen, wo eine Balance zwischen Leistungsanreiz und Gerechtigkeit selbstverständlich vorhanden ist, die dazugehörigen Verfassungen, die sind übrigens meistens gar nicht schlecht, und so weiter. Das heißt also, in diesem Buch Wir sind dran, zeigen wir, wir könnten mit einer neuen Aufklärung die heutigen drängenden Probleme erfolgreich anpacken. Und der dritte Teil des Buches, der ist dann rein pragmatisch. Was können wir für eine bessere Landwirtschaft, eine bessere Energie, eine bessere Kreislaufwirtschaft, eine Kapitalmarktkontrolle und so weiter machen? Das haben Freunde von mir zum großen Teil formuliert, besser als ich es könnte. Und wir wissen, wir müssen heute schon richtig handeln. Wir können nicht warten, bis 7,5 Milliarden Menschen durch die Mühen einer neuen Aufklärung gegangen sind. Insofern ist es ein abgerundetes Buch und wir hoffen, dass es eine ähnliche Wirkung hat wie damals die Grenzen des Wachstums des Club of Rome.